3. Januar 1973. Verhängnisvolle Affäre. Ja, morgen. So, haben wir denn was Neues? Oh, Jovita? Hausmädchen Jovita. Sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Tom und ihr was läuft. Okay, die hat scheinbar eine Affäre. In einem Augenblick werden Erinnerungen geboren. Ja, was sagt die Karten? Die sagt, wir müssen da obi. Und da haben wir Jovita. Ja, und das ist unser nächstes Opfer. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Na, na. Das kannst du selber machen. Wir haben nämlich andere Aufgaben. So, wo gehen wir jetzt hin? Hä? Obi und dann Buchi? Onkel Tom. Und wo ist Onkel Tom? Was ist eigentlich da? Da hinten? Haben wir da einen Schuh? So, und da liegt Wäsche rum. Kassetten? Ah ja. Oh. Oh. Oh, überall. Und die Bibel auch noch. Los, aus. Schon deinen Onkel gesehen? Jovita, ist es ihr Zimmer? Was haben wir da? Ohrringe? Was haben wir da für ein Buch? Ja, kann man nicht lesen. Was haben wir denn in dem Zimmer drin? Oh! Liebe Kinder, nicht hinschauen. Gut, das hat was Neues gegeben. Ich habe Onkel Tom mit Susanne gesehen. Wenn ich das Jovita zeigen könnte. Ich glaube, Großvater hat oben in seinem Arbeitszimmer eine Kamera. Also, da hinten hat scheinbar Onkel Tom Hausmädchen Susanne bestiegen. Und wir müssen das irgendwie bildlich festhalten. In Ordnung, mein Junge. Du musst keine Angst haben. Ja, wo haben wir denn Großvater? Da ist Stiefvater. Hey, mein Junge, ich weiß, ich habe versprochen, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich kann jetzt wirklich nicht. Gut, da haben wir keine Kamera, oder? Können wir denn... Ach so, dann müssen wir einen Code geben. Ja, den haben wir noch nicht. Heute haben wir ein Radio geklaut. Weg damit. Ja, da können wir jetzt irgendwie nichts. Jemand anderen, zum Beispiel Tom. Immerhin ist er dein Onkel. Nichts aufklauen. Haben wir denn
Dobosna. Geht es dir gut, Junge? Ein Kreuz? Hey, siehst du? Hallo, Junge. Es scheint alles gut zu laufen. Das klingt gut. Ja, das ist Fabius. Moment einmal. Ich weiß, was hier vorgeht. Ich weiß es. Ich sah die Zeichen. Da Oma Thomas, wo können wir denn? Aha. Und da haben wir eine Sofortbildkamera. Das Papier scheint leer zu sein. Und da haben wir Karten. Hallo, Junge. Es scheint alles gut zu laufen. Fotopapier. Können wir denn das kombinieren? Ja, können wir. Ja, dann können wir doch mal schnell runtergehen zum Fotografieren. Und zwar geht's da oben. Jetzt sind wir verkehrt. Jetzt sind wir ganz verkehrt. Wir müssen nämlich auf die andere Seite, Nobby. Hey, Junge, Finger weg von Drogen. Hey, mein Junge, ich weiß, ich hab versprochen. Ja. Agnes ist natürlich nicht mehr da. Was ist eigentlich da drin? Ach so. Der Fabius. Okay, wir waren da hinten. Okay, jetzt brauchen wir die Kamera, um die Schweinerei zu fotografieren. Halt. Vielleicht erstmal erfen, oder? Nichts. Mach dir keine Sorgen. Okay, gut. Von dir geschossenes Foto. Also ein Foto haben wir. Können wir das jetzt da Jovita zeigen? Oder... Das war ihr Zimmer, ne? Jetzt haben wir das da abgelegt und jetzt. Ich sollte alle Beweise, die ich habe, im Jovitas Zimmer verstecken. Ah ja. Und das wären was für welche? Wahrscheinlich das Rattengift. Und das Vorhängeschloss. Und jetzt? Ach, da kommt's schon. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Oh mein Gott, wie kann er mir das antun? Warum? 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 Wo rennt's denn jetzt hier? Warum? Warum? Also, wir haben hier... Warum? Wir haben mir gerade das Herz gebrochen. Warum? 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 Und sie ist am Boden zerstört. Jetzt steht's da heraus. Warum? Warum? Okay. Warum? Und wir haben... Warum? Warum? Sie hat die Bilder gesehen und ging weinend auf den Balkon. Sie befindet sich nun in einem labilen Zustand. Ich sollte das ausnutzen.
Gut, wir haben keine Zeit für Gnade. Warum? Warum? Und wir können wahrscheinlich unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Wenn sie schon in einem labilen Zustand ist. Du musst erst einen Menschen kontrollieren, ehe du Objekte über Gedankenkontrolle benutzen kannst. Ja, da haben wir doch Jovita. Warum? 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 Au. Das hat bestimmt weh doch. Ja, Jovita ist ins Jenseits gestürzt. Scheinbar haben wir in Miss Jovita Munez eine offensichtliche Täterin gefunden. Das fehlende Vorhängeschloss am Kühlraum. Das Rattengift. Es passt fast zu gut. Warum erzählen Sie mir das? Wir sind doch keine Freunde oder so. Nun, wir haben auch ein Motiv. Bilder von Ihnen und Susan Myers in, wie drückt man das taktvoll aus, flagrante delicto. Ihr Engagement in Bezug auf das Personal war wohl etwas zu intensiv. Was? Davon wusste ich nichts. Sie meinen, sie tat das alles wegen meiner Affäre mit Susan? Oh mein Gott, was habe ich getan? Tom hat nichts getan. Seine Indiskretion mag dazu geführt haben, aber er hätte sie nie darauf angesetzt. Es gibt dafür gar keinen Grund. Sehen Sie, das Ganze ist ein verdammtes Chaos und ich versuche, es im Rahmen zu halten. Also, hören Sie gut zu. Jovita hat dem Haus gestohlen. Sie hat Agnes vergiftet, da sie Verdacht geschöpft hatte. Wir lassen im Bericht sämtliche Indiskretionen zum Wohle ihrer Familie aus. Was nötig ist, Detective. Wir wollen das alles hinter uns lassen. Ich werde Tom zurechtstutzen, aber ich glaube nicht, dass meine Kampagne noch zu retten ist. Die Presse wird ihren großen Tag haben. Nun, da kann ich nichts ändern, Mr. Wagner. Aber ich werde denen nichts erzählen. Ich will nur über die Runden kommen. Letztendlich konnten wir den Fall abschließen. Dachte ich zumindest. Sie steckte wohl hinter allen bisherigen Todesfällen im Haus, nur nicht hinter dem des Butlers. Das ließ mich nicht in Ruhe. War das wirklich ein Unfall? Alles an diesem Fall hinterließ bei mir ein mulmiges Gefühl. Dann, pünktlich einen Monat später, passierte es wieder. Es sah nach einem weiteren Selbstmord aus. Möglicherweise hatte ich ihn so weit getrieben. Dafür schäme ich mich. Januar '73. We reported 10 p.m. At Thomas Point Light, the air temperature was 60 degrees. The winds were from the east at 13 knots. So, jetzt ist es sauer Schnee gegangen, um das vorzulesen. Aber das macht gar nichts. Wir wollen jetzt erst einmal Pause legen, bevor wir den nächsten erledigen.